Hallo und willkommen zurück zu It Takes Two. Und wir sind schon so gut in dem Spiel, dass wir schon eins geworden sind. Guck mal. Ja, so komplett. Wir haben vier Arme. Du haust mir das Bäuchlein, hast du es gesehen? Ja. Das sieht irgendwie sehr, sehr falsch aus. Ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Wir sind zurück bei It Takes Two. Wir freuen uns sehr. Und ja, wir gucken mal, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ja. Würde ich sagen. Gut, dann... Ich glaube. May, look, it's your old binoculars. Amazing! Let's find Rose. Oh, Rose? Yeah. We need to find her. Oh, yes, I know we look like dolls, but we're actually her parents. I know who you are. Nothing escapes my lenses. Look. What? In here? All right. Okay. Oh, I look dead. Am I dead? You're not dead. Oh. What's going on? Oh, no. What's the matter with us? All I know is that Rose sat down there with her dolls, and then you two came alive. Just like that? You didn't see... anything else? Well, there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying. Oh. I know, quite unusual for Rose, but I am 100% sure because I could see her tears falling onto the dolls. Tears were falling onto the dolls. Oh, wait a minute. I know what happened. It's a spell! Oh, don't be ridiculous, Cody. We've got to apply logic. May, okay? We are having a conversation with a pair of binoculars. There is no logic in that. For goodness sake, I don't even believe in spells. Okay, well, did you believe that you could be turned into a wooden doll? Huh? Exactly. It had to be the tears. It was a spell, I am telling you. So... if it is a spell, how do we break it? Okay, I got this. Yeah, me and Rose, we read all about this spell stuff. I'm a virtual wizard right now, okay? Just give me some space. I need to think. Okay, so if the spell was cast through her tears, then in order to break it... Oh. In order to break it, we have to reverse it. Through her tears! Boom! Right. Okay, we basically have to find her and make her cry on us again. Really? Mm-hmm. Okay. Fine. Okay. Do you know where to find her, Miss Binoculars? She's in her room. Go on. Okay. Thanks. Come on, May. Oh, but how do we get to her room from here? Easy. We just climb the tree. Oh, this way. What? You're never gonna make that jump. Yeah? Watch me. Oh, God damn it. Coming through, lovebirds. Whoa! Oh. Come on over. Well, throw us the rope! It's too far! Cody, where there is love, no distance is too far! Oh, shut up and just throw us the rope! Okay, May, relax! Come on, huh? You want the rope? You want the rope? Come on, you want it? You want it? Come on, take it! Woo! Oh! Woo! All right, let's swing across. Yeah, but... Whoa, that tree is huge! Don't worry about it. The rope will catch the Rose in an instant. Oh nein, schon wieder. Dann schnell weiter. Ja, also wir haben gerade eben schon mal das Stück aufgenommen für euch zur Erklärung, weil Tina diesen Grafikbug eben schon hatte und haben gedacht, wir machen einfach nochmal neu, aber... Das Spiel ist so... Das Spiel so lebt mit diesem Grafikbug. Vielleicht kommen wir ja dann irgendwie in den Baum oder ich muss die Wiese nicht mehr sehen oder irgendwie, keine Ahnung. Wir beeilen uns einfach mal. Nur die Wiese, die hier gerade so komisch
Das ist alles Subi. Okay, dann schnell weiter, dass wir du diese Wiese nicht mehr sehen musst. Again? Oh, I told Rose not to throw her shoes up here. Yeah. I told her I did that when I was a kid. Well, you're the guilty one. She's das ist so cool. Anyway. Still got it. So. So. Oh, hängen geblieben. Hashtag hängen geblieben. Da kommt sie angelaufen. Alle, hopp. Wie elegant du das machst. Ja, aber guck mal, wenn ich nach oben gucke, ne, also das sieht schon echt schön aus mit der Sonne. Wenigstens ist da kein Grafikbug. Richtig. Wir gucken nicht nach unten. Did you build a treehouse for Rose? No. Sag, bei mir ist alles. There are windows. Keine Ahnung. Ich hoffe, das ist das einzige Problem in dem Spiel. Ich hoffe auch. So. Gucken wir mal, wo uns das Ganze jetzt hier hinführt. Bis hier waren wir eben schon. Genau. Hey, genau. Here's our swing. Finally, a use for that thing. Let's get across. So. Wir müssen immer müssen gleichzeitig hin und her, oder? Ja, du hast da diesen. Okay, jetzt bin ich rangekommen. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast da oben drüber über diesem Symbol diesen Ring. Und dann siehst du, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem Seil drankommst, ja. Ja. Aber irgendwie, ich bin, glaube ich, zu niedrig dann, wenn ich springe. Bist du gerade normal gesprungen, oder? Doppelsprung. Jetzt, wo die Schaukel halt richtig. Jetzt ist die Schaukel wieder weit weg. Jetzt musst du warten, bis die Schaukel nah ist und dann Doppelsprung. Und dann. Jetzt. Ja. Ich will's auch mal. Hui. Here we go. Tschüss, Flugzeug. Ich bin der Meinung, wir hätten uns auch einfach da drauf setzen können und wären runtergeflogen. Wir sind aus Ton und Holz. Nee, ich kann nicht kaputt gehen. Ja, stimmt. Ja. Hui. Bouncy. Bouncy. Wie selbst oh Gott, das war knapp. Wie selbstbewusst. Ja, wo sind wir denn hin? Da. Ah, gut zu wissen, dass wir beide gleichzeitig daran führen. Selbstbewusst Cody komische Figuren in der Luft macht. Ich hab doch. Bouncy. Dieses Geräusch. Oh, ich habe noch ein Flugzeug gefunden. Is that our pilot? What's it doing up here? Looks like a pulley controls it. Pulley. Was ist das? Ich glaube, wir müssen da beide ran, ja. Ja. Oh. Eine Zugbrücke oder sowas ähnliches. Look, Cody, a door. A door in a tree? I don't like it. We gotta get to Rose's room. But can't you see how far away it is? Yes, I can see how far away it is. That's why we gotta keep moving. Yeah, maybe there's someone inside who can help us. Really? Whoa, whoa, whoa! Wait, what are you doing? We don't know what's inside there. Come on, it might be a shortcut to the house. Yeah, but what if it's not? What if it's... Who sent you? No one. we come in peace. We're trying to get to the house. The house? What's your business there? We haven't got time for this. Is this a shortcut or not? okay. Was war das? Wo ist dein Hammer, Susi? Ja, den habe ich nicht mehr. This was a bad idea. Not helpful. Come on, help me push. It's too heavy. Why the glass jar? Well, at least we can see through it. Oh, that's great, May. We're imprisoned, but the view is amazing. Dad? Dad, I have to tell you something. It's important. Have you heard of this book by, Dr. Hakim? He says that it's important to forgive each other. Because then you can become friends again. If you want, you can borrow the book. Okay.
You're busy. Sorry. Oh, die süß. Ja. Cody, are you okay? Yeah, been better, but I'm okay. Okay. Wir sind an Deckel gefesselt. Von Eichhörnchen? Are you working for the wasps? What? The wasps? Don't play dumb. Did they send you here to kill us? What? Kill you? No! We're not working for any wasps. We'll see whose side you're on. Pull a switch. You got it, Chief. Oh, get away, get away, get away! Hallo? Das ist gemein. Boss, it doesn't look like they're on the Wasps team. And why don't they die? Maybe they have superpowers. What if they can help us? Yeah. Let's find out. Abort. Oh, you okay? Yeah, you? Yeah, just about. That was terrible. Horrendous. May? Hey, come here. Hey. Oh my gosh. Hey there, Mr. Big Squirrel. So, you want to get to the house? Yes. Die Stühle sind weg. Really? You? That's very, kind. On one condition. What do you mean? Follow me. Come on, this is a terrible idea. Sind nicht voll die krassen Eichhörnchen. Ja. Wanna go. Voll die Army. Noch mehr. Wow. They must be real hoarders. Hey, mate, that's our remote control. They stole it. Those sneaky rodents. Look, our family photos. What could they want with those? I don't know. But we look good. Schreien, die haben da Kerzen stehen. Hey, that's my underwear. Oh, hardly a loss. Ja? You used to love that underwear. Used to. The wasps have invaded our tree and wiped out most of our tribe. You two must kill them. What? We can't kill those crazy creatures, you nuts. No offense. Don't worry, you'll just survive two of them. Against a whole swarm of them, surely we'll die. That's why you're going to need these. My latest in cyber hazelnut technology, the tree sap Abshaiki 57. Oh. Oh. Combined with a drill bazzer X200. Oh. Boom. There's one more thing. Krieg die Wumme. We sent in an undercover agent who could operate our queen robot. As planned, the wasps believed the robot was their real queen. But instead of wiping out the wasps, our agent was seduced by its power and switched sides. So, kill the wasps and the agent in the robot and we'll help you get to the house. Understood? Yeah, sure, but isn't there a more civilized way that we can... Whoa! I really don't want to have to kill giant wasps. Well, you wouldn't have to if you'd cleaned out the hive. What? What hive? Remember? In the real world? In our tree? I asked you so many times and you promised to get rid of it. Yeah, fine. But we wouldn't even be here if you hadn't knocked on the squirrel's door. Well, at least they're gonna lead us to the house. What are you kidding me? You believe that? I don't trust those squirrels. They stole my underwear. Oh, believe me, that was a blessing. Oh, really? Well, at least my underwear is now a sophisticated part of a flying machine. Oh, I sincerely doubt it can fly. Of course you do. You know what? I can't wait to get back to my real body
so that we can get divorced. Oh, me too. May, what now? I guess it's time to kill some wasps. What? Alone? Don't worry, we've got weapons. What, you mean these homemade squirrel DIY drill baz or tap shiky things? You saw how powerful they are. Let's drill baz. Toll. Oh nein, der Boden hat immer noch einen Grafikbug. A target, huh? Echt? Ja. What's that hanging there? Down we go. Wollen wir vielleicht das Spiel nochmal komplett neu starten? Ich hab's gerade komplett neu gestartet. Ja, vielleicht muss ich auch neu starten. Oder du musst den PC mal neu starten. Können wir auch machen. Oh, ich bin jetzt wieder hier bei dir. Okay, YouTube, wir sind dann gleich. Okay. So, YouTube, wir sind gleich wieder da. Hallo YouTube, wir sind wieder da. Tina hat das Problem immer noch. Wir wissen nicht, woran es liegt. Ja, aber ich habe jetzt Scheiß drauf. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich... Also, Susi hat das Spiel ja gekauft. Ich bin nur über den Friends Pass drin. Vielleicht gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten. Wir haben gerade in den Einstellungen nochmal rumgebastelt und runtergestellt und hochgestellt, aber... Du hast neu gestartet, alles. Also. Ich habe den PC komplett neu gestartet. Hier unten ist gerade am Boden alles fein, auch wenn ich renne. Oben war gerade Vollkatastrophe. Also, sorry an YouTube, aber ja, scheiß drauf. Ist halt aber jetzt so. Muss das ja sein. Ich habe aber auch kein Update gehabt oder irgendwas für das Spiel, wo ich sage, dass du das vielleicht nicht hattest. Weißt ja, du? Vielleicht ist es doch das PC-Update, was ich gestern hatte. Was da irgendwas, keine Ahnung. Wir machen jetzt weiter und lassen uns nicht ärgern und wir hoffen, dass es nicht mehr durchs ganze Spiel sich zieht. So. Jetzt kannst du. Sicher, das ist so richtig. Ach nee, wir müssen dort abschießen. Ja, ja. Okay. Große Explosion. Gosh, those squirrels weren't kidding. Yeah. This is a war zone. War zone. Oh, guck mal. Ist das hier eine Falle? Entschuldigung, aber ich muss das tun. Man kann Kellerassel nicht abfackeln. Oh, eine Bühne. Oder was ist das? Ja, das sieht aus wie eine Bühne. Ist hier voll das Trainingscenter hier. Guck mal, zum Zielen üben. Weg ist das. Aber warte, wir können hier was machen. Oh. Look, Cody. Shooting targets. Let's practice. Ja? Du musst abschießen. So, und jetzt? Die Puppe da vielleicht? Oh. Ich glaube, das ist für uns jetzt das Trainingscenter hier. Ja. Mensch! Okay. Das fährt immer aus meinem Schuss raus. So. Komm her. Hier oben wieder. Ah, da kommt die nächste. Dein Kopf ist im Weg. Bewegung. Aber es ist das gleiche Ziel, was wir eben schon hatten. Ja. Okay. Hier? Blöden Eichhörnchen. Nee, hier hinten dann, oder? Ja. Aber das sieht so cool aus hier drinne. Wow. This is impressive. I'm getting spooky vibes from this place.
Okay, can we please turn back? I'm afraid that won't be possible. We've sealed the doors behind you to protect against the wasps. Your only way out is through the wasp lair over there. On the other side is the infected. Ja, ich hänge echt stecken geblieben. So. Okay, oh. Warte mal. Schieß einfach mal drauf, oder? Ah. This one's so. Ready. Okay. Der bleibt am Seil hängen. Okay. Hast du jetzt eigentlich immer noch Grafik-Bug? Ja, also wenn ich hier rüber gucke, auf die andere Seite, wo die Erde ist, ja, ja, auf deiner Seite auch extrem, also auf deiner Spielseite. Okay. Hier auf dem Holzding nichts und auf, also hier bei mir auf dem Erdending nichts. Ach, das ist, ich verstehe nicht. Es ist auch schlimmer, wenn man rennt, als wenn man läuft. Warte mal, was müssen wir denn jetzt machen? Nee. Müssen wir hier hoch irgendwie? Ah, wir müssen hier das Ding... Müssen wir das beschweren, dass es runterkommt, oder? Ist irgendwie ein... Aber hier komme ich auch nicht hoch. Also wenn, ich kann es ja auf einer Seite so schwerer machen, aber da kommst du trotzdem nicht hoch, oder? Nee. Aber was sind denn da hier die Pilze? Die Augen zweck haben. Uah! Da passiert auch nichts. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir nicht so richtig wissen. Ja. Ah, warte mal. Wir müssen... Schieß mal das Ding hier über dir ab. Die Flecken da. An dem runden Ding. So, und jetzt mache ich auf der Seite hier... Mache ich es hier schwer... Dann müssen wir nur diese Zugbrücke irgendwie hochbekommen. Und dann können wir, glaube ich, hochlaufen. Weißt du? Warte. Aber wie kriegen wir das jetzt? Warte. Ah! Perfekt! Vorsicht, ich mach das mal weg. Ja. Wir haben es hinbekommen. Ja, sehr gute Idee. Sehr gut mitgedacht. Gerne, gerne, gerne. Warte, ich mach das hier. Ich sehe schon, du bist hier das Brain und... Du bist Pinky. Ich bin Pinky, ja. No. Was machst du? Lass die Eicheln. Warte, wir müssen das hier abfackeln. Ich dachte, die Wespen kommen. Nein, die kommen bestimmt gleich. Wahrscheinlich hier. Wir werden es sehen. Hier war ein voll komisches Geräusch. Ja, ich hab's auch gehört. Ich hab grad ein Déjà-vu. Okay. Als ob ich das schon mal geträumt habe. Kennst du das? Das ist voll spooky. Ja, ich kenne das. Ich glaube, das hat jeder Warte, Mensch. Warte, wir müssen das hier irgendwie... Hä? Ich glaube, du musst da irgendwie... Ja, irgendwie so. Ah. Okay, und jetzt? Warte. Ja, aber... Ja,
Ah, wir müssen noch weiter hoch, oder? Naja, kannst du es nochmal schwer machen? Aber warum? Dann geht's ja runter. Ja, mach mal. Mach einfach mal schwer. Ach so. Ah, ja, ich hab's gehabt. Gut. So. Aber sehr gute Idee. So. Okay, was ist. Was ist hier für ein Konstrukt? Ich möchte nochmal betonen, wie schön das hier alles ist. Ja. Das stimmt. Auch wenn du gerade Grafik packst. Nee, hier geht's. Okay, aber hier ist keine Erde weiter. Ich weiß nicht, es liegt mit der Erde und der Wiese zusammen. Hängt zusammen. Hier können wir rein theoretisch uns hochhangeln. Mal, ich dort kannst mal du drauf. Dran. Genau. Was passiert dann? Dreht sich einfach nur. Passiert irgendwas? Nee, das dreht sich einfach nur. Nee, da kommt man nicht ran. Also ich nicht zumindest. Ja, warte mal, ich kenn's ja so ein Springpilz. Und dem irgendwie. Wir müssen da rüber. Aber warte mal, wir können das beschweren, das Ding. Es ist doch gelb. Ach ja. Darn, the sap isn't sticking. Looks like squirrel tech isn't aber dann? Ah, oh, du musst es dann abschießen, ich, wenn ich. Genau. Wenn du dran bist, muss ich es abschießen. Ist es noch unten? Ja, es ist noch unten. Okay, dann. Und du? Musst du irgendwas machen jetzt? Ja, du musst jetzt irgendwas machen da drüben. Warte, jetzt muss ich bestimmt dieses Ding hier anschießen. Warte mal. Das tut, kannst du dich da irgendwo festhalten? Halt dich. Ja, kann ich. Okay, warte. Okay. Gut. So, und dann kann ich. So, müssen wir das Tor einrasten? Es ist eingerastet, da ist eine Falle unten drunter. Ach so. Die hat zugeschnappt. Ooh. Holy moly, was denn. Huh? Well, this got interesting. Siehst du die Eichel? They really are nuts. Look at those Tesla coils. These squirrels seem far more capable than I thought. I see you happened upon my old facilities. There's really nothing to see there. Just move along. Klar. Those barbaric wasps could never understand the potential of hazelnut technology. So, das ist beschweren irgendwie, weil da irgendwas. It's zapped up. So. Und jetzt? Musst du das kaputt schießen, oder? Nee, das hier ist runtergekommen, dieses Ding hier. Ah. Aber die Frage ist, kommen wir da hoch? Können von. Warte mal, kann ich das auch? Ich sehe nichts. Jetzt ist das hier unten. Du musst da hoch auf das Ding, wenn. Aber das kriegen wir nicht weiter runter. Kannst du an der Wand hoch? Es ist auf jeden Fall ein etwas schwereres Level. Also. Können wir hier was machen? Guck mal, hier geht's. Ah, hier ist was unten jetzt. Kannst du hinten das mal abschießen? Warte mal, was ist das denn? Oh Gott, hier ist irgendwas aus dem Glas rausge. Okay, egal. Vielleicht waren es auch nur die Wurzeln. Warum stimmt noch die Wurzel? So, warte. So. Was soll ich jetzt abschießen? Die Seife da hinten, die Blubbies. Ja, warte. Vielleicht geht das hier dann hoch. Nee, das ist unabhängig von dem. Ah! Ah, warte, ich muss erst drauf. Ja, okay. Und du musst, genau. Ja. Nee, warte, muss ich da drauf? Weil du kannst ja von da aus gar nicht da schießen. Down we go. Nee, du musst ja jetzt. Ich muss. Stimmt. Ja. Ich muss da drauf. Okay. Ich sehe gerade, ich habe hier eine Wand. Wo ist das Ding? Da. Stimmt. Wow. Okay, ach, das ist wieder so ein Level. Okay, jetzt musst du. Oh Gott. Was muss ich tun? Beschweren, ich muss das beschweren. Die andere Richtung. Straff dich. Jetzt. Jetzt. Okay, warte. Okay. Warte. Ich sehe nichts. Jetzt. Okay. Halt nicht, doch jetzt. Warte. Ah. Okay. Ja. Oben. Warte, jetzt muss ich bestimmt hier drauf und du kannst mich hochholen.
cool. Wieso kriege ich immer diese tricky Springparts? Du hast hier, die, weißt du, du hast einen Flammenwerfer. Ganz Bubble schießen. Warte mal, was ist das hier? Do not push the red button. This lid doesn't look so stable. Hang on, those are interesting calculations. Ist das ein Minispiel? Nee. Also, ich hab zumindest die... Aber das ist die Rassel, die ist da irgendwie aufgemalt, oder? Wir müssen aber die einblöpseln und dann explodieren lassen. Na, dann mach mal. Aber die Sicherung direkt, oder? Versuch einfach mal. Einmal im Kreis, würde ich sagen. Einfach alles voll machen und ich... Was? Das mit einmal im Kreis. Looks like something was kept in here. Yeah, something big. Whatever it was, it's gone now. Ist das eine Riesenwespe? Ist das diese... Die Böse? Sind wir jetzt hier noch richtig oder hätten wir eben anders langlaufen müssen? Nein, die hat oben gesagt, drückt nicht den roten Knopf. So, das haben wir nicht gemacht. Obwohl ich schon versucht war. Notfalls gehen wir im Stream einfach den anderen Weg. Ja, drücken wir im Stream einfach auf den roten Knopf. This one's ready. Oh. Okay, warte, ich glaube, ich muss das jetzt... Okay. Wir fahren, glaube ich, automatisch, oder? Ja. Oh, wie schön! Ah, jetzt musst du, glaube ich, nochmal... Und nochmal. Gleich zurück! Nein! Oh nein! 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 Hilf mir! Egal, du bist da gestartet. Du bist bei mir. Ach cool. Dann war Absicht. Müssen wir hier weiter? Ja, aber ich würde sagen, wir machen erstmal Folgenende. Okay. Für heute. Sind schon etwas über der Zeit durch dieses ganze Hin und Her. Sorry. Was macht hier der Fußboden? Hier ist gerade cool. Hier ist alles fein. Okay, gut. Also, dann hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ja. Gut. Aber danke fürs Gucken, YouTube. Trotz der YouTube-Bugs und so. Aber bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.